Yo, hi und willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zu einem neuen Projekt. Fragezeichen, bin mir noch nicht sicher. Wir spielen Zenless Zone Zero, den neuen Geniestreich. Fragezeichen von HoYoverse, den Machern von Genshin Impact und Honkai Impact, Honkai Star Rail. Und ich wollte mir das Spiel mal anschauen und mal einfach so reintauchen in das Spiel und gucken, ob es gut ist, ob es was zu bieten hat, ob es mich interessiert, ob ich es spielen werde. Und ja, ich gehe so gut wie mit ohne irgendwelchen Wissen rein. Also ich weiß nicht, worum es in diesem Spiel geht. Ich weiß nichts über die Charaktere. Ich weiß nicht mal richtig, wie das Gameplay aussieht. Ich glaube, es ist ein bisschen wie Honkai Impact, was ich ja auch mal angespielt habe, aber dann irgendwie doch keinen Bock drauf hatte. Und ja, wir gucken uns das Spiel mal an, ne? Wir haben heute gerade den Release-Tag, ne? Wie viel haben wir heute? Das Spiel ist heute erst rausgekommen, glaube ich. 4. Juli, ne? Der Donnerstag, 4. Juli haben wir heute. Und ja, das Spiel ist jetzt seit ein paar Stunden, glaube ich, raus. Oder schon weniger, ein bisschen weniger als 24 Stunden. Und ich denke mir mal, ich gehe da mal kurz rein, gucke mir halt mal an. Und ja, gucken wir mal, wie halt hier losgeht, ne? Also gehen wir mal rein und gucken mal. So. Und ich habe natürlich auf japanische Synchro eingestellt, ne? So, ich sehe gerade die User-ID ist da unten rechts angezeigt, die muss ich natürlich wieder verdecken. Aber muss ich im Nachhinein machen, weil ich nicht wusste, wo die ist. So, wir gehen jetzt einfach mal rein und gucken, was hier passiert, ne? Die Emotionen sehen auf jeden Fall schon mal richtig gut aus. Okay, op. So, ich nehme an, ich muss hier den Hauptcharakter wählen, ne? Nehmen wir Weiß, ne? Nicht baden. Ich bin Männchen, ne? Also. Sind aber sehr unterschiedlich aus, die beiden, deswegen wundert mich da gerade so. Was eine permanente Wahl gerade war. So. Alles klar, los geht's. Und da ist. Also sind wirklich die einzigen beiden Charaktere, die ich kannte hier. Pinkhaarige Mädchen und den Typen. Und die sind die ganze Zeit auf den ganzen Promotional Pro. Was? Was ist das für eine Statue? Kommen irgendwie so Persona-Vibes. Ein Spiel habe ich nie gespielt. Ein Hochhaus in der 14th Street im Bezirk Janus, New Rido. So, ich muss mal kurz hier gucken. Oh, kann man gar nicht. Okay. Ich will mal kurz mal einen Soundchat machen, weil ich habe noch keine Gelegenheit gehabt, das Ingame-Spiel hier zu testen, wie die ja, wie der Sound so ist, ne? Deswegen, also ja, eine Sekunde. So, alles in Ordnung. Weiter geht's. Weiter. R2. Warte. Alles klar. So, automatisch, genau. Das sind die einzigen beiden Charaktere, die ich kenne. Und so ein Typ, der so aussieht wie ein Wolf. Ich weiß, das pinkhaarige Mädchen wurde irgendwie zensiert. Wegen ihren Brüsten oder so. Das habe ich mal vor sehr langer Zeit gehört. Das ist alles, was ich weiß. Echt? Ich
panzersicher. なんでもやのチャットや。なぜ関ヶ組の縄張りで盗みを働く。俺の兄弟たちが苦労して。ケンキュージョー。ステコラーティー。カプチンスイングについて。私たちは盗まれたものを取り戻すっていう依頼を引き受けただけよ。こっちが悪いみたいに言わないで。 お互いストリートで生きる者同士じゃねえか。なんだって、急に治安局のために働く。残念だけど、私の依頼人は治安局じゃない。まあ、おっさんには関係ない話だけどね。関係あるに決まってんだろう。おかげで関ヶ組の縄張りに犬を放ったやつを懲らしめなきゃいけなくなったじゃねえか。 So, da muss ich noch einen Schnitt machen. Boah. Und wieder zurück. So, jetzt haben wir es aber, ne? Gut. Bedrohst du uns oder bist du uns gerade am Anflehen? よりイカれてるじゃない。また、あれって閃光弾？そう、GS2型、高ルーメン軍用閃光弾。爆発時の非常に強い明るさが特徴。ドロップシーズン。よかった。起きる時間よ、ビリー。何？頼むから目閉じる Spaghetti? Er hat wohl Cheese gesagt. Wir sind noch mehr am Wein. Da oben links ist ein Mauszeiger. Ich hoffe, sie ist ein spielbarer Charakter. Eine Gratis-Charaktere, die man kriegt am Anfang. So wie Merz aus Honkai Star Rail. Da jetzt irgendwie heute auch Release-Tag ist, glaube ich, gibt es auch irgendwie noch einen anderen Charakter, den man gratis bekommt. Oder wenn man sich vorregistriert hat. Ich habe mich vorregistriert, aber ich weiß nicht, ob das irgendwie das Spiel halt irgendwie weiß. ほら、今度は嘘泣きのおっさんが選ぶ番だよ。このまま私たちとやり合って治安局に捕まるか、それとも撤退してみんな安全に乗り切るか、どっちにする？そう、ちょっとやめ。虎を制して狼を食らうのがウサギの知恵ってもんよ。悪く思わないでね。 Kollege, Sprache. Okay. Oh Mann. Das ist gezeichnet. The End. No. Oh, Cutscene. Unser Hauptcharakter, weil du hast noch so wenig geredet. 1, 2, 3. Wow. Steuerung. Wow.
Ich kann rennen. Okay, what? Das sieht sehr nach Honkai Impact aus. So, ich habe eine Knöpfe. So, wow. Bewegen den Stick, um die Figur zu bewegen und zum Zielbereich zu gelangen. Warum ist du so am Leuchten? Kann ich da irgendwie rüberlaufen oder so? Ich habe so das Gefühl, ich habe hier noch nicht. Oh, Anbi heiße ich. So, Basisangriff. Oh, man hat hier so Kombos. Okay, das sieht sehr aus wie Honkai Impact vom Gameplay her. Also man hat so eigene Gebiete, wo man rumlaufen kann, aber man hat so Real-Time Kampfsystem, ne? Sehr cool. Ich drücke alle möglichen Knöpfe, aber passiert gerade nichts. Ist aber auch nicht schlimm, ne? Wir sind ja noch am Anfang. So, ja, keine Ahnung. Ich weiß so gut wie nichts über das Spiel. Das Gameplay habe ich mir auch nicht so wirklich angeschaut. Trailer habe ich mir nicht angeschaut. Spiel ist gratis, deswegen ja, kann man das natürlich einmal kurz antesten, ne? Ich weiß nicht, ob das Spiel irgendwie in Verbindung ist mit Honkai Impact, Star Rail, Genshin Impact oder so. Ich habe mir mal vor Ewigkeiten mal so auf der offiziellen Seite die Charaktere angeschaut und die sind alle Mitglieder von so Fraktionen und so. Und eine der Fraktionen hieß, glaube ich, Bellabog. Und Bellabog ist eine Stadt, die Stadt in auf dem zweiten Planeten von Honkai Star Rail. Also da ist irgendwie so. Da gibt es irgendwie so wiederkehrende Begriffe, aber ob das jetzt irgendwie in Verbindung ist mit Honkai Impact oder Star Rail oder Genshin Impact, keine Ahnung, ne? Aber sehen wir mal, ne? So Charaktere, so Namen habe ich jetzt, glaube ich, nicht wieder erkannt. Ich habe die mir mal alle vor Ewigkeiten angeschaut, aber ich habe jetzt keine Ahnung mehr von irgendeinem. Ich weiß, es gibt so einen Typ, der sieht aus wie ein Wolf, also wortwörtlich ein Wolf, jetzt nicht irgendwie so ein Typ mit so Wolfsohren oder so, der ist wortwörtlich ein Wolf auf zwei Beinen. Es gibt irgendwie einige Furry-Charaktere in diesem Spiel, wo ich einige Leute bestimmt durchdrehen werden. Ja, ich tue einfach Fake-Maschen hier. Ich habe gerade gedrückt gehalten. Okay, storyblässig blicke ich hier gerade noch nicht so durch. Das kommt mir so ein bisschen vor wie so Persona irgendwie. Wir sind irgendwie so eine kleine, wow, eine kleine Gruppe von Basisangriffe erzeugen Energie. Okay, ah ja, okay, da oben links. Ausrechner Energie wird einen Spezialangriff zu einem verstärkten Spezialangriff hochgestuft. Okay. Das ist Honkai Impact, ne? Das ist Honkai Impact. Zack. Schock. Ne? Ich brauche nur normale Angriffe, ne? Okay. Der Grund, warum ich Honkai Impact nicht weitergespielt habe, ich habe halt so einen Monat oder so gespielt, ist, weil er einfach zu viel, da hatte halt zu viel Content das Spiel. Ich habe da gar nicht durchgeblickt. Wipeout. Ein Ort voller Risiken und Chancen. Der Gameplay von Honkai Impact war eigentlich nicht so, weil nicht schlimm. Also war sehr Mobile Game mäßig irgendwie. Warte, Miro. So, haben wir ihren Namen nicht schon. Rückblick. Haben wir ihren Namen nicht schon herausgefunden? Heißt sie nicht Anbi? Was ist dieser Mauszeiger da oben links? Oh. Wenn ich meinen Finger an den Mausdingen ziehe. Mein Finger an dem Touchpad von der PS5 Controller hier bewege, dann kann ich hier Sachen machen. Kann ich irgendwie was machen? Kann ich hier klicken? Das ist aber gut, wenn ich irgendwie so mal zeigen will, irgendwie sowas, ne? Okay, cool. Mach meinen Mauszeiger hier weg, aber. So, ich habe hier wieder eine Möhre, noch die Hilfe von einer Möhre. Ach, weil ihr Hasen seid, ne? Also ich bekomme irgendwie so einen Eindruck, unsere Hauptcharaktergruppe sind irgendwie so eine Verbrechergruppe oder irgendwie sowas. Oder so eine kleine andere Widerstandsgruppe, irgendwie sowas um die Art, ne? Ja, das ist normalerweise, ne? Ich soll vielleicht mal hier versuchen aufzupassen, damit ich mal von Anfang bis Ende hier durchblicke,
Gut, das hätte ja funktioniert. Das ist Anbieter Mara, Mitglied der allmächtigen Agentur. Ja, das ist, sehe ich, was sie hat gerade einen Funkspruch gemacht. Ich habe weder eine Möhre noch ich will einen Spruch bekommen. Okay. Also sie hat so versucht, jemanden zu kontaktieren, ja. Sie ein Roboter. Wenn ich sie von Anfang an hier spielen können. Oder läuft dazu wie ein Honkai Star Rail ab, wo man erst Kafka und Silberwolf trifft, aber dann werden die irgendwann später released. Beim Tutorial von Honkai Star Rail hat man erst Kafka und Silberwolf gespielt, aber die waren noch gar nicht raus zu dem Punkt. Ich bete nur, dass dieses Spiel nicht so viele Dialoge hat wie in Honkai Star Rail oder Genshin Impact. Das ist alles, worum ich bete. Und wenn dann sind die Dialoge sinnvoll. Das ist das Einzige, was mich stört an HoYoBESH-Spielen bisher.私はただいな犠牲を払った。最終的に一人の勇敢な調査員が自分を犠牲にして、エーテリアスをフォローに押し戻したおかげで、危機を脱することができたの。おいおい、エーテリアスはフォローを出た瞬間くたばるんだぜ。お前のそれは映画の話だろ。しかもつい最近上映されたホラーのやつ。私、その事件の犠牲者をまとめた長いリストを全部読んだわ。それはエンドロール。 Ja, diese Power Ranger. In diesem Ladebildschirm von dem Spiel. Da ist ja so ein Fernseher, da sind irgendwie so Videoclips die ganze Zeit am Laufen. Aber irgendwie so. Da werden einfach irgendwie so, weiß nicht, so Commercials die ganze Zeit angezeigt. Da war irgendwie so Power Rangers auch. Den man ganz am Anfang von diesem Part gesehen hat, diesem Fernseher. Siehst du was von Roboter? Sie sagt die ganze Zeit Prozentzahlen hier. Außerdem redet sie wie so ein typischer emotionsloser Charakter. Ich glaube, sie hat, ist das nicht die Stimme von Silberwolf? Aus Honkai Star Rail? Beziehungsweise Bonya aus Honkai Impact. Weil viele Charaktere in den HoYoBESH spielen, werden von vielen gleichen Synchronsprechern gesprochen. Mhm. Okay. Du bist Billy, ne? Die aktuelle Benommenheit des Gegners wird unterhalb der LP-Anzeige angezeigt. Okay, greift der Gegner vorlaufend an. Greife den Gegner vorlaufend an, um die Benommenheit zu erhöhen, um Gegner benommen zu machen. Alles klar. Okay. Benommene Gegner können sich nicht bewegen und erleiden zusätzlichen Schaden. Alles klar, also ich stun die einfach nur. Wenn benommene Gegner mit Spezialangriffen getroffen werden, wird ein Kettenangriff ausgelöst. Okay. Muss ich auch warnen, dass du danach was einsetzt. Ich kann nicht Charaktere wechseln. Ich drücke hier alles. Der Mauszeiger ist immer da. Wo ist der Mauszeiger? Wozu ist der Mauszeiger da? Ich kann hier. Ich drücke auf den, aber da passiert nichts. So, ich drücke L1, R1. Ich habe alle Knöpfe gedrückt. Charakter kann ich nicht wechseln anscheinend. Oder vielleicht noch nicht. Ich drücke auf den Steuerkreuz, passiert auch nichts. Jetzt wollen wir mit zwei Gargetten drücke, um die Figur zu wecken. Habe ich gerade versucht. Wow. Billy! Also wir raten, er ist irgendwie so ein Charakter, der... Er ist irgendwie so ein Charakter, der irgendwie... Ja, warte, ich habe gar nicht drei gedrückt. Warte.
Also ich rate, der ersten Charakter, der irgendwie Gegner schnell brechen kann oder so. So, jetzt habe ich gedrückt. Aufgaben, gibt's schon zum nächsten Gebiet. Ja, hat irgendwie eine Abklingzeit? Nee, ne, nicht wirklich. So eine Sekunde. Was ist das? Wow, ich tue gedrückt halten. Okay, ich drücke, ich hatte die ganze Zeit gedrückt. Ich tue einfach mein Steuerkreuz jetzt bewegen. Geil. Oh, das ist cool. So. Ach, ich liebe so, ich liebe diese ganzen Animationen so Zwischenangriffen. Er hat noch diesen Angriff. Ich drücke die ganze Zeit hier vier, aber dann macht er einfach nur den hier. Okay, also bei ihm brauche ich gar nicht matchen, bei ihm muss ich eigentlich nur gedrückt halten. Okay, ich versuche jetzt schon zu lernen, ne? Was er nicht. Also halt mal gedrückt, ne? Der kommt zu nah. Aua! Ich muss dich anvisieren, ja. So, boom. Zack. Aua. Okay, wir werden jetzt gerade erstmal gebrochen. Ich dachte, sie kann die Gegner nicht brechen, weil im letzten Kampf hat sie irgendwie nichts gemacht. Wow. Oh, so weg. Ich drücke die ganze Zeit Kreis, um auszuweichen. Weil ich da in Genshin gewöhnt bin. Kann man halt umändern. geht halt irgendwo hier, kann man Grafik, ich will ausweichen bitte auf nein, habe ich jetzt geändert, habe ich jetzt irgendwas geändert, ich bin jetzt auf Steuerkreuz auf Standard, vielleicht habe ich auch Knopf, ist das ja Standard Einstellung, bevor ich irgendwas hier, so dann machen wir auf Kreis, muss es dann auf X rennen in der Stadt. Kampf, Basisangriff, ausweichen, nichts ist gar nichts, interagieren. Ich habe Genshin Impact, habe ich auf Dings hier. Statt rennen. Warte mal, rennen ist auf X und interagieren ist auch auf X. So. So. Ja, keine Ahnung, ich habe in Genshin damals irgendwie. Ah, guck mal, ich hab doch schon viel besser. In Genshin habe ich schon seit Ewigkeiten auf Kreis rennen. Deswegen habe ich das jetzt irgendwie mir abgewöhnt. Man treffen von Gegnern in alten Figuren Dezibel. Wenn die Dezibel-Stufe Maximum mache, ich da drücke bla bla, um einen ultimativen Angriff auszuführen. R2. Will ich aber nicht. Nein. Da sind schon Gegner. Okay, Gott sei Dank. Wow, muss schon sagen, lass mich ja nicht meine Ultimate einsetzen, wenn ja kein Gegner sind. In der Kretanhöhle, in der alten U-Bahn-Kreuzungsstation. Ich dachte, er schießt ihn gerade hier in die Eier. Hm. Techie down. Oh, das ist peinlich. Oh, da ist sowas von Silberwolf, die Stimme. Als ihr gerade so gemacht habt, da klang genau wie ein Silberwolf, wenn sie ihren normalen Angriff macht. Jo, was geht? Ja, also wir sind Diebe. Ja,
So wie die Mara Struck Leute in Kastari. Ich muss aufhören, dazu sagen. Ätherisiert. Oh Mann. Sein Kopf ist ein schwarzes Loch. Na komm her, du Stück. Er ist der Boss. Kein Problem. Oh Gott, du bist ja viel größer, als ich gedacht habe. Hi. Ah. Wenn du vor einem gegnerischen Angriff einen goldenen Hinweis erscheint, drücke ich weiß nicht, welcher Knopf das ist. R1. Boah, parieren. Meine sukzessive Hilfe. Okay. Oh Gott, das Parieren. Perfekte Hilfe, verbrochen Hilfspunkte. Kettenangriff verstehen, Punkte wieder her. Wo habe ich, ach so, diese Dinger um den Kreis da, nehme ich an. Aber darum muss ich mir keine Sorgen machen, weil ich einfach weit weg von dem stehen und auf den Baller die ganze Zeit, auch wenn ich voll wenig Schaden mache. Ja, ich soll wahrscheinlich diese eine Funktion machen, ne? Da, verdammt. Okay. Ja, guck mal. Da, nice. Das war gar nicht so schwierig. So. Boom. Zack. Komm her. Haha. Easy peasy, brother. Warte, früh. Scheint doch irgendwie so perfekt ausweichen zu geben oder so. Nehme ich an, ne? Okay, so. Boom, da war er weg. Genau, lass mal das Ding einfach hier rumlaufen, ne? Mal kann ja schon Schlimmes passieren. Wir haben den Tresor nicht mitgenommen. Boah. Ah, Waterfall Soup. Zur selben Zeit in New Irido. In der Ecke von Sixth Street im Bezirk Janus in einer Videothek. Oh, das waren wir, ne? Red Fang, ist das nicht ein Ruby? Hey, da sind wir wieder. Da.
Gehörst du zu uns? もう見なくていいわよ。ニュースで言ってる爆発、私が当事者だから。緊急事態よ。ビリーとアンビ、それから私の依頼のターゲットが全部フォローに落ちた。プロキシの助けが必要なの。一生のお願い。こんにちは、ニコ。次はちゃんとノックしてから入ってきてくれると助かるな。月に3回は聞くよね、ニコの一生のお願い。 Okay, oh, da bin ich. Boah. Sprich mit Nicole. Das bin ich, nehme ich an, ne? Also bist du Glücksbu? Freitag Vormittag. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Wir haben Donnerstag. Fast. Nanu, nanu, heute habe ich Dienst in der Videothek. Hoffentlich läuft das Geschäft heute gut. Okay. Habe ich irgendwas? Boah. Anonymer Nutzer. Level. Ich bin doch nicht anonym. Ich drücke da, passiert nichts. So, Nachricht, guck mal, was hier alles ist. Meilenstein, Belohnung für die weltweite Voranmeldung. Boah, geil, das ist, wo ich mich da angemeldet habe. Da sehe ich irgendeinen Charakter, glaube ich. Okay. Ich nehme an, ich habe einen neuen Charakter jetzt. Corin Wicks. Okay. Ich guck mal hier, was Neues passiert. Also ja, nichts, ne? Okay. Cool. Master-Kassetten. Sind das die Sachen für Gacha? So, ich habe schon 240 Dinger hier. Und 240 Energie hat man schon von Anfang an. Puh, Genshin. Boah, Leute, Genshin. hat am Anfang des Release 120 gehabt. Und jetzt ist es erstmal nach 4 Jahren auf Dings hochgegangen. Auf. Boah, ich nehme aber, ich kann ja noch nichts machen. Ne? Abmelden, Gutscheincode. Stecken bleiben, wie eben. Oh. So, L3, oh, guck mal hier. Ah. Ach, das Hintergrundbild, okay. So, schreibe im Hauptauftrag weiter um Freischaltbedingungen. Okay. Okay, jetzt habe ich einen Charakter, aber ich kann auch nichts machen hier. Okay. Machen wir mal weiter. Ne? Wir haben wahrscheinlich nicht alle Funktionen abgeschlossen. Man muss erstmal ein bisschen weiterkommen, ne? Hey Ladies, wie geht's? Du heißt Bell. Keine Sorge, Nicole, nimm dir Zeit. Special Event. Oni-chan. Charaktere sehen so anders aus, außerhalb von diesen Cutscenes. Vom Zeichenstil her und der Grafik. Und die Lip-Sync ist in Ordnung. Die Lip-Sync ist akkurat. Okay, Nicole, komm zum Punkt. Also ich kann meinen Namen auch gar nicht ändern dann, ne? Anscheinend. Die Golfer ist kurz den Konflikt mit den Red Fang zusammen. それで、ビリーとアンビーがホロに落ちたのは、二人を助けてくれる人なんて、あんたたちしかいないのよ。ホロレイダーをやったってバレたら、大変なことになる。それに、あの強欲な連中を満足させるには、全財産の大半を投げ打っても足りないわ。うちの従業員を放っておくわけにはいかないでしょ。従業員を放っておく？ね。その方がよっぽど憎たらしいじゃん。ふざけないでよ。
私は収益の中から社員事故救援予算として大金を使ってるんだから。とにかく私の依頼は簡単よ。うちの人間と私の依頼人のものをホローから無事に出してくれればいいの。典型的なプロ騎士の仕事よ。引き受けてくれるでしょ、バエトーン。この Ich weiß noch nicht mal, was das ist. これまでのツケをまとめて払うから。Klingt irgendwie gut. まあいいか。今回だけだよ。まだダメ。じゃあ追加で。あれ、オーケーなの？ああ、お兄ちゃん即答しちゃうんだから。よし、善は急げよ。早く出発しましょう。私は先にホローの中で待ってるか。Ist doch verletzt, du sollst dich ausruhen. Nico, Kega ist da noch bei. Sorena, da klang mir irgendwie nicht wie ein Knochen im Magen. Oni-chan, no Yukoto, Kite. Soreni, Anta, ni was Sigoto, no Stajumbi, toste. Ato de Iaso, Horo, no Chikakama, de Tretet, de Moroundakara. Hora! Anta, no Bumpubusi, ne? Makasete. Oni-chan.先にニコの傷の手当てをしてくれない？フォローへの潜入に向けて私が代わりに HDD システムを調整しとくから。じゃあ仕事を始めるか。 OK、 Ermittlung Hase und Proxy, der Führer an mir und Billy aus der Höhle. Was sind meine Belohnungen? Was hat Interknot Kredit? Ja, ich wollte das nicht, egal. Ach, die habe ich bekommen gerade. Okay.Danny. Okay. Na, Auftrag. Schau ihn dir auf dein HDD-System an. Den Hyperdrive Deppen. Okay. So. Authentifizierung bestätigt. Gemeldeter Nutzer. Pateon. Naja, Notfallauftrag erkannt. Die Zielhöhle wurde markiert. Okay. Oh, das ist sehr...Mobile Gacha irgendwie ausgelegt hier. Okay, Gelegenheitsmusikhandlung steht im Mittelpunkt. In der Haupthandlung sind Kämpfe einfacher, geeignet für Gelegenheitsspieler. Kampf und Handlung sind ausgewogen. In der Haupthandlung sind Kämpfe schwerer, geeignet für Spiel die Herausforderungen. Ja, aber sicher doch. So, whoop. Haben wir Charaktere. Und ich kann die nicht ändern. Kein Problem. Herausforderungsmodus. Okay.ニコ、イエスお願いね。オーケー。さ、ほらほら、行った行った。よし、ボンプは届けたわよ。なら、始めるよ。うん。おお。What? Pokéball? Hey, yo. Wollte schon gerade sagen, sieht ein bisschen gleich aus hier. Und ich muss schon wieder einen Schnitt machen hier. So, Leute, tut mir leid wegen den ganzen Unterbrechungen hier. Es ist heute ein sehr beschäftigter Tag, aber jetzt sollte eigentlich alles ohne Unterbrechungen laufen. Ich meine, ihr bekommt sowieso nichts davon mit, aber ja, wie gesagt, sehr beschäftigt heute. So, kann ich noch mal Rückblick so machen, bevor ich gerade unterbrochen wurde. Habe ich so ein bisschen, weil nicht wollte ich einfach warten hier, bis ich irgendwie einen Punkt habe, irgendwie zum Schneiden. Ne? Ich habe ja hier das Menü aufgerufen hier, aber da tut das Spiel nicht unterbrechen, deswegen ja. Aber okay, boah, Entschuldigung.
So, die Kratanhöhle irgendwo bei dem alten Metro-Knotenpunkten. So, wir sind gerade inmitten dieser Mission. Und Anbi ist auch das Covergirl von dem PlayStation-Logo, wenn man auf das Spiel drauf drückt, also um das Spiel zu starten. Also sie ist der Charakter, der wieder abgebildet ist. ちょうどいいやつを調整しなくちゃならないんだ。え、プロキシ先生とビリーは休んでおいて、私が周囲を警戒するわ。さっきは危なかったぜ。まさかあの赤化組のおっさんがあんな風に生かしちまうとは。店長が俺たちを あそこから連れ出してくれて助かったぜ。さすがパエトン。相変わらず頼もしいな。ああ。ich Und der andere Hauptcharakter, den wir nicht gewählt haben, ist auch Teil der Story. Das ist so ein bisschen, was mich stört in Honkai Star Rail. In Genshin Impact ist der Sibling, der Geschwister, den man nicht wählt, ist sozusagen das Ziel, ne? Oh, ich muss meine Schwester, ich finde, oder meinen Bruder, ne? In Honkai Star Rail tut das Gegenpart gar nicht auftauchen. Ist gar nicht involviert. Das wird nur Männchen oder Weiblichen am Anfang. Und das ist dann die einzige Version von dem Charakter, die auch existiert. Okay. Das sind sowas von diesen Power Rangers, die ich in dem Fernseher da gesehen habe. Lass uns gehen, folgt mir. Spiele ich den Charakter? Spiele ich diesen Hasen? Okay, wow. Was ist hier los? Basisbewegung. Sind da irgendwie so verschiedene Abschnitte hier? Okay, da oben ist irgendwie was am. Was mache ich ja gerade? Wiedergabe beschleunigt. Warum? Darum ist irgendwas. Lass mich da hoch. Kann ich da drauf drücken? Nö. Ich weiß nicht, was der Sinn von diesen Mausdingen ist. Okay, ich nehme mal hier hin, muss ich, ne? Coin. 500. Es sieht sehr nach Mobile Gacha aus. Okay. Erstmal Beobachtungsdaten. Wichtigste Material, wo jeder Auftrag finden sich drei Sätze in Beobachtungsdaten. Sammeln einfach alles ein, alles klar. Ich werde das schon lernen. So, wow. Okay. Ich habe Inventar. Was ist das hier? Polychron. Bist du Gegner? Ja. Das sind sozusagen so die, aber nicht so Ebenen oder irgendwie sowas, ne? Hat die Musik gerade gesagt, get wrecked. Get wrecked. Okay, hey, was geht? Na, Anvisier mit R3, ja. Okay, boom. Irgendwie möchte ich das doch gar nicht am Einsetzen.
Jetzt habe ich eingedockt. Wo bist du denn? Der eine ist neu. Ja. Ich bin aber sehr großzügig hier mit dem Ausweichfenster, habe ich so gefühlt. Stirb. Ah. Okay, den habe ich erledigt. Nicht funktioniert. Okay, wipe out. Okay. So, was ist das? Was ist das? Beobachtungsdaten 2 von 2. Was ist das? Direwolf. Ich will aber gegen die kämpfen. Oh, die bewegen sich mit mir. Okay, sind da irgendwie super starke Gegner, die ich nicht erledigen kann oder was? Ich nehme an, die sind super stark und ich kann die nicht erledigen oder so, ne? Aber ich bin doch interessiert. Ja, nochmal Geld, ne? Ne. Nicht die Sicherheitstür durch Zahnradmünzen öffnen. Heißt das, dass nur jemand, der im Mittel aufbringen kann, es mit diesen aufnehmen kann? Oder willst du die Tür auf eine traditionelle Methode öffnen? Ja, ich brauche mir irgendwie simuliertes Universum Vibes von Honkai Star Rail. Hallo? Bezahle ich mein ganzes Geld hier, hallo? Er kostet 1500, so viel habe ich gerade. Und dann weiß ich nicht, wofür ich das Geld brauche. Was? Oh, er hat HP verloren. Kann nicht mehr leben. Und fertig, ne? Alle den zu legen, solltest du dich besser um den Fortfahren kümmern. Ich will wissen, was passiert, wenn man diese Dinger da. Kann ich überhaupt zurück? Nein, ich kann da nicht zurück. Nein. Okay. Alles klar. Kampf. Boah. Bist du ein Feiner. Komm her, Stück. Wow, da ist einer auf Tau. Oh Gott. Okay. Wer hat kämpfen noch chillig, aber ja, am Anfang, ne? So Party. Ja, vielleicht soll ich mal ihn angreifen, er ist gerade gestunt. Nein. Aua. Verstehe noch nicht manchmal, warum das hier aktiviert wird und manchmal nicht. Mit diesen Folgeangriffen. Ich dachte, das soll nur passieren, wenn ich irgendwie am Blocken bin. Mache ich gar nicht die ganze Zeit. Jetzt habe ich geblockt. War aber zu spät. Okay.
Oh, jetzt habe ich. Oh, noch mal rein. War der in ihr Blumenköpfe? Hat er voll gemacht. Mach die Wand halt kaputt. Kleine Schwester. Aber das heißt ja nicht unbedingt, dass ich irgendwie ihr Bruder bin, ne? Ich glaube, das ist einfach nur, wenn man ältere Leute anredet, ne? Ältere große Bruder ähnliche Figuren, ne? Ja, die Person, das ist ganz schön gedauert, was? Wie ich euch gesagt vorher, ich den männlichen Charakter genommen habe, sonst hätte ich die ganze Zeit einen Charakter, der die ganze Zeit Oni-chan sagt. Ja, mich irgendwie komisch anfühlt. Habe ich lieber Oni-chan genannt, ne? Ich will gar nicht wissen, wie der englische Synchro wäre. Wir sind im Laden. Viel Glück, aber zwei. Gute Racke. Sensorische Synchronisation abgebrochen. Ein eigenartiges Gefühl der Befreiung durch Granny 2 und das Bang Body Wald, als wären sie gar nicht da. Ich dachte, die werden sofort von dem Auto überfahren. Okay. Was ist das? No, okay. Ich dachte, jetzt kommt irgendwie so ein Intro oder so. Okay, Interknotstufe 3. Cool. Beobachtungsdaten. Daumen nach oben für Billy. Billy! Mr. Greatest Hero ever. das war schnell. Nico, 戻ってくるのが早すぎないか? Ja, ich weiß so was. Weil ich GIMP benutze. Mein Thumbnail-Programm. Ach, das müssen wir auch noch machen? Ich habe keine Ahnung. Deswegen. Achso, den Tresor, ja. Und er sagt eindeutig reden. Und nicht Bell. Okay,
撤退前に目撃した状況だと、対象の金庫は危険度の高いエーテリアスの活動範囲内にある。ホワイトスター学会のエーテリアス図鑑での登録名はデュラハン、上級エーテリアスよ。そう、それだ。赤画組の親玉も運が悪いな。Nach dem müssen wir nochmal erledigen. Zahnanhänger. Eine Heilskette von Nicole. Dieser rote Reißzahn sieht aus wie das Abzeichen einer bestimmten Straßengänge. Dem freiliegenden Metall nach zu urteilen, dient die Heilskette nicht nur zur Dekoration. Ich versuche zu. Also, falscher Stick. Okay. Oh, das ist ein USB. Ist das ein Flashlaufwerk, das wie ein Schmuckstück aussieht?実際はメモリディスクだね。ええ、これは小型のメモリディスク。シルバーヘッドの所有物よ。重視分解から抜け出す前に、私がビルの中で拾ったの。事前に調査したところによると、あのクソ親父、これを肌に離さず持ってたらしいわ。きっと重要な何かが隠されてるはずよ。金庫の暗証番号と関係があるに違いないわ。でも、少し破損してるみたい。本当だ、焦げちまってるぞ。ねね、パエトン、なんか方法はないの？あんたたちの店にあるあの複雑なコンピューターは使えない？ HDD のスペックはほぼホローデータの処理に割いてるんだよね。けど内部のデータを取り出すだけでいいなら。お兄ちゃん、私インターネットの演算パワーを拝借して復元してみるね。よし、じゃあ約束ね。こっちは何とかしてホローにある金庫の位置を確認するから、手がかりがあったらまた連絡するわ。私から金庫の回収作業の連絡が来るまでは他の仕事は。Also nehme ich an, bist du nicht ein spielbarer Charakter, ne? メモリディスクからデータを抽出するのを忘れずにね。忘れずにね。じゃあまたな、店長。ではまた。Okay. Warte, und ich muss noch etwas mit dir besprechen. Wir wählen keine Rabatte auf unsere Auftragsgebühren an. Chef, du kennst Nicole wie deine Westentasche. Also, Chef, du kennst Nicole wie deine Westentasche. Warte, hör dir jetzt mal an, was ich zu sagen habe. Ich werde nicht mit dem offiziellen Preis spielen. Öffne einfach ein alternatives Konto immer im Interknot und gib mir einen ermäßigten Preis, ganz wie früher. Brauchst du, gib uns einen Rabatt oder Nicole wird uns nicht zu essen geben. Weil, also an. Boah. Muss auf die Namen gucken. Du sollst das doch nicht vorlesen, was in den Klamotten steht. Jedenfalls sind wir wirklich auf den Rabatt angewiesen. Das ist doch gar nicht so viel Geld. Das sollte Pantheon doch nichts ausmachen, oder? Ah, knaschön. Okay. Jo, oh. Partnerschaft. Okay. Sprich mit Nicole. So, Lager, Erfolge, mehr. Agenten. Ja, oh, ich hab sie doch. Da kann man jetzt meine ganzen Charaktere anschauen. Das ist doch ein spielbarer Charakter, cool. Und sind die ganzen anderen Charaktere. So, da ist der Wolf, den ich gekannt habe. Oh, Katzenmädchen, oh. So, sie sieht aus wie sie. So. Ja, sie ist ein Hai-Mädchen, von ihr habe ich auch gehört. Meine ganze Charaktere an. Einige Charaktere habe ich noch nie gesehen. Und sieht auch cool aus. Er ist ein Bär-Typ. Den habe ich auch schon mal gesehen, ja. Okay, cool. Was hier? Lager. Das ist mein Inventar, ne? Erfolge.
Wo? Da. Einsammeln. Hier haben wir das Zeug, was ich brauche, um Gacha zu spielen, ne? Ankündigung, ja, kann ich ja nicht, boah. So, anonymer Nutzer. Warum bin ich immer noch anonymer Nutzer? Sprich mit Bell. Ja, machen wir auch noch mal. Gucken wir erstmal, ob wir hier noch was machen können, so. Ich meine, hier gibt es irgendwie nichts. Random Play. Parkplatztor. Okay. So, oh Gott. Ich habe den Sound von meinem Controller angemacht und da kann man gerade gehört, wie ich die Tür geöffnet habe. Aus dem Controller. Da hört ihr das? Deswegen habe ich da noch mal hier nach meinem letzten Schnitt angeschaltet. Man weiß ja nie, ne? Okay, die machen es einem auch nicht leicht. So, jedes Mal, wenn uns ein Stand kommt, um einen Rabatt bittet, müssen wir ein alternatives Konto öffnen, um ihnen eine Rechnung zu stellen. Du musst dich bestimmt schon daran gewöhnt haben. Wir haben das letzte Mal alternative Konten gelöscht, nachdem wir damit fertig waren. Du kannst das neue Konto gehen. Gerne wieder meine Daten verwenden, meine ich. So. So, öffne das Internet, um ein alternatives Konto zu registrieren. Da muss ich meinen Namen, ich wollte schon sagen. So. Fertig. So, wow, was ist hier los? Information. Lass uns jetzt einen Blick auf diesen Beitrag werfen. Okay. Gerne. Diesen Auftrag nehme ich an. Zeitplan. Polo Geschäft. Seltsamkeit. Internetstufe. Hier ein Thema bei Internetstufe angezeigt. So, boom. So. Oh. Schon 3 Level. Okay. Das Nebenkonto ist bereits eingerichtet. Du bist wirklich schnell, Weiß. Es gibt einen neuen Auftrag auf dem Internet. Interessant. Neuer Auftrag. Lass mich mal sehen. Ah, interessant. Könnte das basieren auf der ID und den Inhalt des Anfrage von Meister Chop von Nudel Laden Wasserfall. Wasserfall. Okay. Super veröffentlicht worden sein. Er macht sich echt Sorgen. Vielleicht helfen wir ihnen, weil es sich vor Leute. Helfen wir ihnen und übernehmen den Auftrag. Gut, ich habe ihn per Klick angenommen. Warte kurz, Weiß, du hast vergessen, das Konto wieder auf Phantheon zu ändern. Das Meister Shop sich ist derjenige, der den Auftrag übernimmt, ein neuer Proxy namens Daniro. Wahrscheinlich fühlt er sich nicht sehr sicher. Weiß, geh auch zum Meister Shop und sag ihm Bescheid, wenn du dann kannst du auch mehr einzuleiten. Dann kennst du auch noch mehr ein. Ich weiß nicht, was heute los ist, ne? Gut, ich gehe sofort. Tolle Arbeit. Oh, übrigens, Susi vom Gadget Shop Box Galaxy hat sich gerade bei uns gemeldet. Sie hat nämlich eine Bitte. Ich frage mich, ob Susi oder der Besitzer des Gadget Shops unsere Hilfe benötigt. Am besten, du schaust mal nach ihm, Weiß. Werkbank freigeschaltet. Das hier. Der Werkbank hat verschiedene Software-Module installiert. Lass mich raten, das ist Synthese, wie in anderen. Kann ich hier, wow, ich habe folgende Bedingungen, um das Vertrauensereignis freizuschalten. Schließt den Auftrag Ambis Sorgen. Okay, oh Gott, ja, alles klar. Ja, jetzt habe ich alles da links bekommen. So, hier sind die, hier ist das Gegnerverzeichnis, alles klar. Wir haben Gangster, wir haben Spezial, wir haben Rebellensoldaten. Information, das ist, nehme ich mal an, hier so wie in Honkai Style, Begriffe, und das sind Sachen auf diesem Brett, nehme ich an, ne? Ja, eine besonders große Gefahr darstellen. Ja, dann hätte ich auch bekämpfen können, Leute. So. So, Internet. Ne? Oh, Internet. Alles klar.
So, irgendwas ist da oben. Dreieck. Meine Freunde, da ist niemand da. Da muss ich auch was hier. Weil das hier gerade links Geburtstag ändern. Alles klar, mache ich auf Screen. Mehr. So, Gacha spielen kann man noch nicht anscheinend. Ja, New Agent, okay, ich wollte schon sagen. So, Ether, Support. Ach, das sind Erfahrungspunkte, die ich hier habe. So, hier kann man wahrscheinlich wieder Skills hochleveln und so, ne? Uff. Das Ausrüstung, oh Gott, ich will so viele Ausrüstungsslot. Das ist sehr Persona hier, das Menü. So, sie haben wir bekommen durch den Dings hier. Durch diesen, ich glaube, Vorregistrierungsbonus, ne? Das ist Billy. Okay. So, Cunning Hairs. Die sind alle Cunning Hairs. Die anderen, sie ist jemand anders, ne? Was steht da? Victorian Housekeeping? Was? So. Na gut, aber mehr kann man doch nicht machen, glaube ich. Deswegen laufen wir mal rum. Kann ich hier Dings jetzt ändern? Ne, immer noch nicht. Ich kann zu ihr ja ändern. Stufe 4 erreicht, oder? Freundschaft muss man leveln, kein Ding. Gut. Alles klar, ich laufe dann hier noch ein bisschen rum, ne? Und wir gehen dann weiter im nächsten Part und gucken, was hier so losgeht, ne? Ich muss wahrscheinlich erstmal ein bisschen weiter in der Story machen, bevor ich irgendwas machen kann. Aber kein Problem, ne? Gut. Ja gut, erster Eindruck, nicht schlecht, ne? Gucken wir mal, wie es weitergeht, ne? Ich werde jetzt natürlich hier noch eine weitere Stunde hier wahrscheinlich hier aufnehmen. Und gucken wir mal, wie es hier so weitergeht, ne? Gut. Also ja, ich sehe euch dann in der nächsten Folge, ne? Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch gefällt dieses Projekt. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ciao.